Also ich kenne euch noch nicht und falls ihr mich auch überhaupt nicht kennt, ich komme ganz, ganz ursprünglich, also vor 50 Jahren, fast 45 Jahren aus der sozialistischen Studentenbewegung, war von Anfang an in der Frauenbewegung und war in der Universität Psychologin und Soziologin, zuletzt Professorin an der Hamburger Universität für Wirtschaft und Politik. Da bin ich seit 2 Jahren pensioniert und kann jetzt stattdessen euch besuchen und Dinge erzählen. Ich habe forschungsmäßig 15 Jahre Arbeitsforschung gemacht, also zu Automation und den Folgen für Arbeitende. Dazu gibt es eine ganze Masse von Büchern, man kann die in dem Prospekt sehen. Ich habe natürlich in der Zeit in der Frauenbewegung und auch danach noch jede Menge Bücher zusammen mit Frauengruppen zu Frauenfragen gemacht. Und ich habe auch 2 Krimis geschrieben, als der Neoliberalismus an die Universität kam und ich mir nicht vorstellen könnte, was dann passiert, und habe ich die in Krimiform verarbeitet. Ich bin außerdem Redakteurin der Zeitschrift Das Argument, die ist jetzt 45 Jahre alt, eine marxistische Theoriezeitschrift. Wir machen im Augenblick eine, weiß nicht, angestrengte, begeisterte Umgestaltung. Seit dem ersten Heft dieses Jahres teilen wir das in aktuelle Analyse zur Weltlage, also Weltkrieg gegen den Terror und Krieg gegen Irak und die Nahostfrage und sowas. Und dann unten ist immer ein anderes wichtiges Thema. Es sind eben 4 Hefte, die sich als Allgemeinhefte verstehen, und 2 Hefte, die den Schwerpunkt in Frauenfragen haben. Außerdem arbeite ich auch noch als Redakteurin in einem Riesenwerk, was wir begonnen haben und jetzt in Band 5 ist, 15 Bände, historisch-kritisches Wörterbuch des Marxismus, macht unheimlich viel Arbeit, ist ein sehr teures Produkt, und da drin versuche ich hartnäckig irgendwie Frauenstichworte unterzubringen oder die Frage, was das für Frauen bedeutet, irgendwie einzuschleusen, und diese Teile sind an sich ganz gut, wird international gemacht, 900 internationale Wissenschaftler und Innen sind da beschäftigt. Aber natürlich lesen Frauen das nicht, wenn das in 15 solchen dicken Bänden verschwindet. Und deswegen habe ich das jetzt zusammengefasst, die ersten 6 Bände in ein eigenes kleines Buch, das heißt Historisch-Kritisches Wörterbuch des Feminismus. Da liegen dazu Flyer mit internationalen Stimmen dazu, was das für eine tolle Idee ist. Und das ist offenbar eine tolle Idee weltweit, denn es wird jetzt schon, es ist noch nicht fertig, ich sitze noch dran, ihr habt mich jetzt unterbrochen, ich sitze gerade am Artikel Herrschaft, aber es ist jetzt schon, gibt es einen Vertrag, es ins Russische zu übersetzen, einen ins Spanische, ins Englische und ins Portugiesische. Angeblich brauchen die das weltweit für diese Fragen. Das ist ganz, ganz vielversprechend. Weil ich mir das Thema vorstellend gedacht habe, das ist gar nicht möglich, wenn ihr irgendwo an einen Fernseher kommt oder so, was doch wahrscheinlich ist, dass ihr dann nicht die Harzpläne in- und auswendig kennt. Also kann ich nicht einfach das nochmal in einen 100. Artikel zusammenfassen und euch vorstellen, weil ihr das eh schon wisst. Dann habe ich als zweites mir die Frage vorgestellt, was ist eigentlich mit den Frauen da drin und was möchtet ihr, wie stellt ihr euch dieses eigentlich vor, über die Allgemeinplätze hinaus, die jedermann weiß, habe ich nachgelesen, was sagen denn die Attac-Frauen, Frauen-Nitz-Attac Berlin dazu, die haben folgende Idee, die Leidtragenden sind zuallererst die Frauen als Arbeitskräfte, die bald immer ärmer werden, als Bürgerinnen, die auf Dienste angewiesen sind und sich die nicht mehr leisten können und so weiter und so weiter. Die Privatisierung hat sich immerzu als Lüge erwiesen. Wir wollen also zu Frauenaktionen mobilisieren. Das weiß nicht, wie es euch da geht, das finde ich noch nicht sehr inhaltlich in Bezug auf die Frage der Frauen. Das geht immerhin als übers Netz, als große Nachricht. Dann habe ich versucht rauszukriegen, was sagen denn die fortschrittlichen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, wenn sie einen Aufruf übers Netz lancieren, ebenfalls zu diesen Hartz-Fragen. Der heißt, der Aufruf: Sozialstaat reformieren statt abbauen, Arbeitslosigkeit bekämpfen statt Arbeitslose bestrafen. Und in diesem steht drin, was vermutlich jeder von euch weiß, nämlich, dass das irgendwie ungerecht ist und ziemlich gemein. Und dass der Sozialstaat doch irgendwie gehalten werden soll und dass
die Erwerbsarbeit zwischen den Geschlechtern egalitär aufzuteilen ist. Und das war's. Dann, wie gesagt, noch diese Frage mit den Fernsehen, wo das wirklich bis gestern Abend war es schon wieder drin. Immer unter Agenda 2010 kommen ja die Harzpläne und diese Wunder. Dann höchstens könnten wir uns darüber verständigen, wie kommt es eigentlich, dass die SPD nach einigen Aufmucken der Linken plötzlich allesamt dafür sind? Wie kommt es, dass man die Grünen reihenweise abstimmen sieht? Nicht, man sah das im Fernsehen. Wer ist dafür, die Sozialhilfe und die Arbeitslosenhilfe zusammenzunehmen und so? Das warfen sie alle die Hände hoch und fanden, oder Zahnersatz zu streichen, wir alle, und so warfen sie mehrheitlich die Hände hoch. Aber der Inhalt dessen ist ja doch vermutlich hier bekannt. Ich sag mal ganz wenige Essentials dazu und dann, was ich stattdessen machen wollte, statt euch mit dem zu langweilen, was ihr schon wisst. Das Hartz-Modell ist eine Kommission, die im August 2002, also vor knapp einem Jahr, sich gegründet hat, um moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt zu garantieren, und Leitung hatte Peter Hartz. Und die wesentlichen Punkte, um die es jetzt immer in der Diskussion geht, in die euch auch empören vermutlich, ist, es soll eine effektivere Vermittlung am Arbeitsmarkt stattfinden, zum Beispiel durch Ausbau der kommerziellen Leiharbeit. Es sollen die Zumutbarkeitsregeln verändert werden, so dass jeder jede Arbeit tun soll, also jede Arbeit zumutbar wird. Es sollen Ich-AGs gegründet werden, Familien-AGs, Minijobs für 500 Euro im Monat allgemein werden und die Arbeitsämter als Jobcenter geführt werden. So, das sind so die Merkpunkte. Und man kann das in den Mitteilungen des Bundes Demokratischer Wissenschaftler, das habe ich auch hier drin, nachlesen, wie viele Arbeitsplätze das jeweils alles geben soll. Das steht hier dahinter, dass der Arbeitsmarkt bereinigt werden soll von den vielen Arbeitslosen und die Sache endlich aufwärts geht. Und dann kann man sehen, also die effektive Vermittlung ergibt 75.000 Arbeitsplätze, die Zumutbarkeitsregelung gibt 700.000 Arbeitsplätze und so. Im Gesamten, also ist das Hartz-Modell eine Kürzung im Leistungsrecht für Arbeitslose, so heißt das, eine Förderung niedrig entlohnter Arbeit und das heißt im Ganzen aktivierende Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik. Und das Leitmotiv, was dem Ganzen zugrunde liegt, ist Eigenaktivität auslösen und Sicherheit einlösen. Wir können darüber diskutieren, was das alles bedeutet, aber wie gesagt, unter der Voraussetzung, dass ihr das alles sowieso schon wisst, wollte ich erst einen Schritt zurückgehen und dann nochmal einen historisch. Also zuerst mal vorstellen, wer eigentlich Peter Hartz ist und was wir von ihm lernen könnten oder auch nicht lernen und wie er das macht, was er gemacht hat. Und dann zurück zu Antonio Gramsci und seinen Analysen zum Fordismus, weil der Hartz schon versucht, so etwas Ähnliches zu sein wie der moderne Ford. Und dann wieder mit Hartz nach vorn zu gehen und dann zusammen diskutieren, wie weiter eigentlich. Was soll dieses alles für uns? Das ist eine ziemlich schauerliche Lektüre, die Sache mit Peter Hartz. Ihr könnt mich unterbrechen, wenn ihr diese ironische Weise, wie ich das euch erzähle, nicht leiden könnt. Dann versuche ich das ernsthaft zu erzählen, obwohl das schwierig ist. Also erstens, der Peter Hartz hat also als Frankfurter Allgemeine Buch, hier sieht man es schön in diesen netten Schriftart, das Buch geschrieben Job Revolution oder, weiß nicht, wie man das halbdeutsch, halb englisch spricht, Job Revolution, passt deswegen zu euch. Der Untertitel ist, wie wir neue Arbeitsplätze gewinnen können. Das ist ein Hardcover, wie man sieht, eine CD-ROM drin, wo man alles nochmal sich auf den Laptop holen kann, hat 178 Seiten, die sehr, sehr, sehr großzügig beschrieben sind und unendliche Massen von solchen bunten PowerPoint-Folien da drin, so alles, und kostet 40 Euro, genau gesprochen 39,95 Euro, also 80 Mark. Und das Buch, wenn man das liest, ist ein großer Schock, das lohnt sich, das zu bearbeiten, weil das hat unheimlich viele Worte,
die so als Worte sich selbstständig machen. Es stellt nicht eigentlich so ein Jahrmarkt für Worte vor, wiewohl ich dachte, das ist ein Jahrmarkt von Worten, aber das ist viel zu modern, das Buch, als dass man das Wort Jahrmarkt dafür nehmen könnte. Es ist so Zeitgeist, nämlich es ist die ganz und gar ruchlose Verwandlung von allen Worten in Waren, die im ständigen Ausverkauf sind und da noch um Marktvorherrschaft streiten. Ich lese euch gleich einige Sachen vor und zeige sie an Folie, damit man das nachvollziehen kann. Das beginnt ja schon so gleich mit dem Titel, den man nicht beachtet und dann ins Halbbewusste schiebt und der läuft dann mit beim Lesen. Nämlich Revolution ist ja, wie ihr alle hier wisst, eine Metapher für Ausbruch und Aufbruch, für Gewalt gegen zu lange ertragenes Unrecht, Blutbad, denkt man, Bartholomäusnacht oder so und endlich, oder russische Revolution ist auch nicht unblutig vor sich gegangen und dann denkt man, es ist endlich Gerechtigkeit vielleicht, aber wenn man das mit Job zusammentut, Jobrevolution, rutscht die Auflehnung sogleich in die Niederungen von Arbeitssuche und Kräfteverbrauch, in die Verschiebung also irgendwie des Lebens auf die Zeit danach. Was also soll das Wort Revolution da drin? Diese versprochene Dynamik, die das Wort bringt, setzt sich sofort fort in der Ausstattung. Ich habe euch das schon gezeigt, wie das von innen aussieht. Die Kapitelüberschriften, farbig hervorgehobene Versprechungen da drin, Tabellen noch und noch. Und man merkt an dem gleich, wenn man das durchblättert, das ist ganz offensichtlich einfach eine Werbungsbroschüre. Also so, wie man die geschenkt kriegt auf Messen und sowas. So eine Broschüre ist das. Werbung also des Buhlens um Kundschaft, die um ihr Begehren noch nicht weiß. Der Autor, Peter Harz, ist seit 76 Arbeitsdirektor im Personalmanagement, ab 93 Mitglied des Vorstandes der Volkswagen AG, auch hier Arbeitsdirektor. Er spricht von oben und vom Standpunkt der Wirtschaft, das ist auch nicht irgendwie verhüllt, über Arbeitsplätze und ihre Vermehrung. Insofern ist von vornherein klar, dass es sich nicht um ein wissenschaftliches Sachbuch noch um ein Gutachten handelt. Trotzdem bringt die Lektüre, wenn man sich ihr schließlich unterzieht, eine doppelte Überraschung. Das Buch kommt aus der unverhüllten, Sprache missbrauchenden, redundanten und schreienden Werbung gar niemals heraus. Und gleichwohl ist dieses, was eigentlich nur Werbung ist, der Grundstein, das Zeugnis, die Legitimation und fachkundige Beratung für die Arbeitsmarktpolitik der Bundesrepublik Deutschland, das Harz-Modell. Das ist ein wirklicher Schocker, wenn man das liest. Es ist einfach eine Werbebroschüre und da machen die Regierungspolitik damit. Insofern lesen wir das Buch jetzt nicht nur als Vorschlag für Arbeitsmarktpolitik, sondern auch als Aufbruch in eine neue politische Kultur. So soll es offensichtlich in Zukunft sein. Als erstes fällt da drin auf der Umgang mit Sprache. Also einmal ist es unheimlich redundant, das habe ich schon gesagt. Das heißt, es wiederholt sich immerzu, immer die gleichen Sachen. Ich bin ja auch Lektorin als Verlagsfrau und als Professorin arbeite ich Studententexte durch. Ich würde irgendwie 4/5 davon streichen, weil es schon im vorigen Satz stand oder im letzten Kapitel ganz wörtlich gleich oder sowas. Denn das alles immer 3- und 4-mal da steht. Aber wenn man das streicht, hat man natürlich die Arbeitsweise und die Wirkweise von so einem Buch gar nicht verstanden. Das darf nicht gestrichen werden, es muss sich einhämmern, immer wieder. Weil nämlich das Fernsehen, nehme ich an, das sind jetzt Thesen von mir zur politischen Kultur, die Zuschauer so erzogen hat, dass in einem Film zum Beispiel, in einem Privatsender, der wird ja durch stets sich wiederholende Werbestücke unterbrochen. Wenn man Glück hat, sind es nicht diese Nachtspornos, sondern die Dazwischenstücke für Kaffee oder für Haarwaschmittel oder sowas. Ne? Und in diesen Werbestücken, die sind unglaublich plastische Filme, in denen man suggestiv durch Farben, Reichtum, Anmut, Exotik, Atmosphäre, wie in einem Reiseprospekt, in kurze Handlungsgags gezogen wird, um dann dem Genuss einer bestimmten Kaffeemarke zuzustimmen oder einer Fertignahrung, die man kaufen soll. Und die untermalende Musik mischt sich mit den strahlenden Augen der schönen und jungen Menschen in der Werbehandlung. Das ist ja schon so lange so, dass das so gemacht wird. Und das ist auch vielfach schon analysiert. Aber neu ist wirklich neu, dass es immer die gleichen Werbestücke in einem und demselben Film sind. Also wenn man einen 2-Stunden-Film sieht, hat man mindestens 6-mal das gleiche Werbungsstück, obwohl doch
die Leute wissen müssen, dass man die ganze Zeit schon in dem Film steckt. Ne? Das ist ja dann so dann eigentlich eine Geldvergeudung, weil man die Information schon hat. Also es sind immer die gleichen Stücke, die ziehen sich durch den Film wie ein Nummerngirl, sodass man in eine Art Trance gerät und das beleidigte und überdrüssige Bewusstsein anfangen muss, die kleinen Handlungsstücke selbsttätig in den Film zu verweben, weil man das sonst nämlich nicht aushält. Man tut so, als sei das ein Teil vom Film und dann das Ganze als mögliche Unterhaltung zu verbrauchen, deren Informationen dann vielleicht zu Kaufentscheidungen sedimentieren. Das, würde ich sagen, ist das Vorbild und Muster für unsere neue politische Kultur, wie sie uns in diesem Harzbuch vorgeführt wird. Das erste Beispiel, ich beweise das jetzt, das erste Beispiel ist eine Zeitberechnung. Das ist was ganz Tolles. Das ist eine der Hauptachsen von ihm in dem gesamten Buch. Da berechnet er, dass unsere Gesellschaft eigentlich ganz was Merkwürdiges, Ausnahmeartiges in der Geschichte ist, nämlich nur noch 10% ist die Arbeitszeit an der Lebensarbeitszeit. Also nur noch 10% der Lebensarbeitszeit arbeiten die Leute heute. Das ist natürlich eine unglaublich beunruhigende Größe, da muss etwas geschehen, nicht wahr? Vor allen Dingen sollten sie nicht so anspruchsvoll sein und vor allen Dingen ist es doch unmöglich, dass man mit 10%, das sieht man da, wie das im Einzelnen gemacht ist, dass man mit 10% auskommt, um die ganze Bevölkerung und noch die Rentner und so weiter alles zu ernähren. Wie kommt der auf die 10%? Später werden das sogar 5. Die Menschen haben zu viel Freizeit, Pausen, Urlaub, Wochenende und Feiertage. Aber das bringt es nicht allein. Sondern ich habe das mit meinem kleinen Rechner nachgerechnet. Er macht Folgendes. Er stellt sich den Menschen als Maschine vor, die jetzt volllastig ausgenutzt werden muss, und zwar vom ersten Tag des Lebens bis zum letzten. Wenn man das so berechnet, ne, ohne Schlafen, ohne Essen und sonst irgendwas, und auch nicht sind sie kurzfristig in den Windeln oder so, wenn man das so ausrechnet, dann kommt heraus, dass von den möglichen 24 Stunden Tag und Nacht berechnet auf ein ganzes Leben, die Menschen arbeiten, sie tatsächlich nur 10% in Erwerbsarbeit verbringen, von diesen möglichen. Das ist seine Idee da drin. Und das ist unglaublich, das ist auf mehreren Seiten immer wieder durchgeführt und das ist sein Hauptgedanke. Wir leben, ist auch ein neuer Begriff dann, wir leben in der 10% Arbeitsgesellschaft. Das hat natürlich noch Folgen. Die Stichworte sind irgendwie alle positiv. Als positiv nenne ich solche Worte Souveränität, Arbeitssouveränität, das ist das Ziel, ne, wenn wir da jetzt damit umgehen. Mündigkeit, Vertrauen, Selbstorganisation, Ganzheitlichkeit und der zukünftige Motivator, beweg etwas, du kannst es. Der Gramsci, kennt den irgendjemand nicht? Alle kennen Gramsci. Nur so vage, ne? Der Gramsci, er hat den Begriff der passiven Revolution geprägt und damit meint er, dass die Wünsche und Hoffnungen der ehemaligen Revolutionäre aufgenommen werden von der Gegenrevolution von oben und dann ihnen wieder zurückgereicht werden als Geschenk oder so, sodass die Revolution nicht stattfinden mehr kann, weil alle Hoffnungen schon weg sind. Die sind sozusagen schon in den Händen der Oberen und das passiert hier und passiert durch das ganze Buch hindurch, nämlich die positiven Stichworte Souveränität, Mündigkeit, Vertrauen, Selbstorganisation, Ganzheitlichkeit und so weiter sind natürlich alles Hoffnungsworte von unten. Die wird man also erreichen, wenn man dem Hartz-Modell zustimmt. Die Utopie also wird durch Worte ins Diesseits geholt und zwar dort, wo es uns an den Kragen geht. Bis zum folgenden Zitat, das heißt so, das Zitat heißt, jetzt daraus zusammenfassend, lässt sich kalkulieren, also zu der Zeitberechnung, dass ein durchschnittlicher Arbeitnehmer faktisch nicht mehr als 5% seines Lebens für den eigenen Lebensunterhalt und den seiner Familie arbeitet. Nicht, das war dieser so berechnete. Und man kann dann an dieser Formulierung merken, hier kommen Frauen auf die alte Weise verdeckt vor. Ne, sie sind die Familie des 5% seines Lebens arbeitenden Familienernährers. Die Flucht nach vorn wird dann
zusätzlich auch noch sportlich gesprochen. Und zwar so, es muss darum gehen, die Unbequemlichkeit der Zukunft sportlich auszuhalten. Die Jobrevolution wird viele Fragen stellen. Schutz bietet nur die Flucht nach vorn. Wer seine Beschäftigungsfähigkeit erhöht, sichert seine Zukunft. Wer an den Besitzstand glaubt, sollte schnell eine Bestandsaufnahme machen. Sicherheit behält ihren Wert, doch sie basiert vor allem in der Wahrnehmung unserer Chancen aus dem Wandel. Die Vergangenheit, der wir dann entgehen, wenn wir in die Zukunft gehen mit Haas, ist ganz klar und deutlich als Taylorismus, Fordismus gesprochen. Das ist nicht das Ergebnis einer Analyse, sondern er spricht das so. Wir müssen, das ist zu Ende mit Fordismus, Taylorismus. Und was kommt jetzt? Deswegen meine ich auch, dass man ihn analysieren muss, wie wir Ford ehemals oder wie Gramsci Ford analysiert hat. Der Urban aus dem IG Metall-Vorstand schreibt das als eigene Einsicht. Und zwar so, im Kern geht es um die Überführung der fordistischen Arbeits- und Sozialverfassung mit ihren ansehnlichen, aber mitunter starren Normen und Sozialstandards in ein neues, dereguliertes Arbeits- und Sozialregime, das nach einschlägiger Ansicht mit mehr Erfolg auf die Anforderungen des flexiblen Finanzkapitalismus zu antworten weiß. Das ist natürlich selbst keine Analyse, sondern das ist das, was Hartz sagt. So ist es. Denn der nennt zum Beispiel ganz den Taylor zentral, als hätten wir jetzt schon den Kapitalismus überwunden mit Taylor. Indem wir Taylor überwunden haben, haben wir den Kapitalismus überwunden. Das liest sich so. Die in unsere Annalen eingebrannte Vorstellung von Industriearbeit als Ausbeutung hat sich in weiten Teilen verabschiedet. Industriearbeit ist knapp und begehrt. Hinter den meisten Arbeitsplätzen steht ein Millioneninvestment. Extreme Belastungen folgen eher aus Planungsfehlern, denn aus Vorsatz und so weiter. Und die Mitbestimmung tritt auf als eine Art wirklich gewordener Utopie, jetzt neuerdings, und zwar auf folgende Weise. Das ist jetzt zur Verabschiedung des Taylorismus, des Fordismus, des Kapitalismus. Aus klassischer Mehrarbeit werden Atmungsstunden. Bitte unbedingt achten darauf, wie er Worte einsetzt. Ich finde das dermaßen ruchlos, was er mit Worten macht. Er bietet sich auch an eure Generation an. Ich zeige das nachher noch an einer anderen Stelle, wie er das macht. Aber also werden Atmungsstunden. Aus diesen ersten Ansätzen der Zeitsouveränität können zukünftig mehr und mehr Systeme der Vertrauensarbeit, Projekt- oder Programmarbeit entstehen, die Lernen, Arbeiten und Kommunizieren umfassen und sich von der überkommenen tayloristischen Figur abhängiger Lohnarbeit lösen. Ihr hört es hoffentlich gern, wie das in Zukunft ist. Ne? Man sieht immer weiter die Methode, dass positive Reizwörter aneinandergefügt werden, sodass wir alle gewonnen werden sollen, immer die gleichen Worte im Übrigen, sodass es auch eingehämmert wird. Man kann die Worte nicht vergessen. Man könnte die im Schlaf memorieren, was da die Reizworte sind. Und das bedeutet aber gleichzeitig, dass wir alle diese Worte nicht mehr unbeschadet sprechen können, weil sie jetzt da drin sind. Sie sind sozusagen angesteckt, verkommen, selber verkommen. Ja, irgendetwas Schreckliches passiert mit ihnen. So zum Beispiel alle Worte, die sich mit Mitbestimmung und Mitmachen und mit irgendwie ein Mit drin haben. Da gibt es ein Kapitel bei ihm, das heißt von der Gegenmacht zum Mitmachen. Man denkt sich schon, das ist klar, was da passiert, nämlich die ursprünglichen Betriebsräte sind jetzt eine Wirklichkeit gewordene Utopie. Aber die Wirklichkeit hat die Vorstellung noch getoppt. Also ist es noch toller. Die Mitbestimmung ist sozusagen dermaßen verwurzelt jetzt in diesen 5% Arbeitszeit, die die Menschen noch haben, dass die Betriebsräte überflüssig geworden sind. Wir brauchen sie nicht mehr, denn Betriebsräte werden gewählt, Manager werden ernannt, aber Unternehmer werden geboren. Und natürlich wollen wir dann, ist der Weg frei für uns alle fürs Geborenwerden zu entscheiden. Und schließlich auch ein Stück ist, wie suggestiv er sich da hineinredet, fast wie wenn er unter Drogen schreiben würde oder euch in ein so ein
Akzeptanz hineinziehen wollte, dass ihr dann glaubt, wie ganz absolut göttlich und toll das wird. Das liest sich überhaupt gar nicht wie eine normale Gewerkschaftsrede oder sowas. Und zwar so, in Zukunft, ne, ist der ganze Mensch gefragt, mit seinen individuellen Möglichkeiten, seiner Offenheit, seinem Talent und seiner Leidenschaft zu lernen, zu entdecken, etwas zu entwickeln und weiterzugeben. Es lebe der kreative Unterschied, wir lassen den Taylorismus hinter uns. Mündige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erwarten, ihr merkt schon jetzt in dem kurzen Stück, dass die Worte sich jetzt wiederholen, erwarten Vertrauensarbeit mit einem hohen Grad an Selbstdisposition und Organisation. Wo diese Bedingungen nicht angeboten werden, wird die alte Arbeitswelt von Unternehmen und Ländern überholt werden, die ungebunden sind. Monopole des Wissens und der Arbeitsorganisation werden deshalb fallen, Hierarchien in weit höherem Maße als heute schon abflachen. Die Definitionsmacht entgleitet Staaten, Behörden, Unternehmen, Gewerkschaften, Verbänden, Berufsgruppen oder Forschungseinrichtungen. Die weltweiten Ressourcen, Know-how, Kapital und Nachwuchs haben sich in den letzten Jahren mit einer Wucht außerhalb bestehender Organisationen und Märkte entwickelt, sie sogar zum Teil überholt und abgehängt, sodass schon von einer neuen Arbeitswelt der Selbstständigkeit gesprochen wird. Wer die Energie, erinnert euch, dass ihr eigentlich über was Trauriges sprechen wolltet, ne? Man merkt aber jetzt, dass es was richtig zu Begeisterndes ist. Wer die Energie und Lerngeschwindigkeit in vielen einstmals rückständigen Teilen der Erde aufspürt und wahrnimmt, wie die dort nachwachsenden Generationen die erste Welt auf der Überholspur passieren, weiß, wie sehr die großen Organisationsmächte der ersten Welt schon verlorenes Terrain verteidigen. Und es geht weiter. Die Welt wird komponierbar. Gene und Moleküle liefern das Design für die übernächste Produktgeneration. Bio- und Nanotechnologien erweitern die Revolution der Informationstechnologie zu einer neuen technischen Plattform für zukünftige Gesellschaften. Janus grüßt den Fortschritt. Am Ende von E-Business und E-Commerce steht die weltweite Vernetzung der Wirtschaft. Die Informationstechnologie, ein sehr viele Lebensvorgänge begleitendes Econet. Die Informationstechnologie wird unausweichlich, sich im Internet zu bewegen, zur vierten Kulturfertigkeit nach Lesen, Schreiben und Rechnen. Jeder Arbeitnehmer, jede Arbeitnehmerin wird betroffen sein und viele wissen es noch nicht. Neue Möglichkeiten erscheinen am Horizont, Feuer für jede Fantasie. Immer im Auge behalten, dass das der Berater von Schröder ist, ne? Der dieses so schreibt. Das ist also geradezu eine Orgie an Versprechen mit unseren Worten, die sich mit Werbesprüchen vermählt haben und insgesamt für alle wie eine Art Lebensgefühl gesprochen wird, das ganze Jugendkulturen in sich aufnimmt und ihnen den Spiegel vorhält. Entweder, dass es schon lange eine Lüge war oder dass sie daran glauben müssen, dass es jetzt schon erreicht ist. Aber es gibt praktisch kaum was dazwischen. Also man müsste das mal parallel stellen zu bestimmten Äußerungen in Jugendkulturen, was er hier macht. Er muss selbst gute Berater haben. Aber es geht immer noch weiter. Es gibt auch die Olympia-Gruppe, die dann daraus folgt. Nämlich nicht, dass ihr denkt, ihr könntet einfach hier sitzen und während das die ganze Welt um euch in einem rasenden Galopp ist, nämlich die neu eröffneten Freiheitsgrade, Informationstechnologien und Multimedia überspringen Hierarchie und Isolation, Euro- und Weltbetriebsräte wachsen zusammen, neue Jobs fordern neue Lernformen. Der Produkt- und Dienstleistungswettbewerb der Zukunft orientiert sich nicht am Dumping, sondern an Spitzenleistungen. Wir müssen zur Höchstform auflaufen. Die Kurve zeigt nach oben, nicht auf einen Verelendungskurs zunehmender Belastungen und verschlechterter Arbeitsbedingungen. Anstelle des Paradigmas Ausbeutung versus Schutz der Arbeitnehmer benötigen wir ein neues Grundverständnis, die Chancen der Mündigkeit und der auf der Basis vereinbarter Ziele und Arbeitsbedingungen. Das ist der Übergang und die Einleitung natürlich dazu, sämtliche Schutzbestimmungen wegzulassen. Sonst können wir in diese Olympiaform nicht aufsteigen. Schließlich wird es eingereiht in das, worum es denn wirklich geht, nämlich Markt und Verkauf. Und darin tritt wie ein Nummern-Girl immer wieder die Rede auf von einem Arbeitsplatz, der einen Kunden hat. Jeder Arbeitsplatz, deswegen ist das auch so schwierig mit diesen 5%. Das ist nämlich auch andersrum gerechnet. Ein Arbeitsplatz ist ja ein Platz, an dem rund um die Uhr 24 Stunden gearbeitet werden kann. Und wenn man das nicht tut, ist der Arbeitsplatz unausgenutzt, ne? Aber jeder Arbeitsplatz hat einen Kunden.
Ihr habt das euch erst gemerkt, jeder Arbeitsplatz hat einen Kunden, das geht nachher weiter, was das bedeutet eigentlich für diejenigen, die nun diesen Arbeitsplatz besetzen wollen. Aber in der Mitte halte ich mal kurz inne, weil das Ganze doch auch irritierend ist, wenn ihr die Wirklichkeit des Hartz-Modells vor Augen habt, beziehungsweise um welche Sozialkürzungen es eigentlich geht, weil wir ja schon wissen, dass Hartz das Modell ist zur Einwilligung in Niedriglohn. Bereich, in Ich-AGs, in Abbau des Sozialstaates, Privatisierung, Streichung im Gesundheitswesen und so. Aber nach diesen Zitaten denkt man das überhaupt nicht, sondern es scheint, dass dies die Züchtung der neuen herrschenden Klasse sein soll, die hier vorgeführt wird. Das ist aber eben ein Teil des Tricks, den er hier drin betreibt. Ich komme auf den Trick zurück, weil ich vorher einführen will, was war eigentlich das Besondere am Fordismus, was er jetzt überholen will. Was also wird ersetzt? Was verlieren wir? Worum ging es eigentlich damals und welche Rolle spielten Frauen da drin, damit wir die Frage an das, was macht er denn jetzt, etwas schärfer analytisch stellen können. Es ist eigentlich für diese Frage, was war denn der Fordismus, wenn man es vom Arbeiterstandpunkt her betrachtet, ganz unerlässlich, Gramsci zu lesen. Und zwar seine Schriften zu Amerikanismus und Fordismus. Die sind so gestreut, aber man findet die ziemlich gut über das Register. Also man geht in eine Bibliothek, holt sich den Registerband 10, guckt unter Amerikanismus und Fordismus und schlägt dann nach, in welchen Heften das ist. Und dann kann man sich das rauskopieren und lesen. Das sind so kleine Bruchstücke. Er untersucht da drin, Gramsci, die Anpassung der Arbeitshaltungen und der Arbeiter als Ganze an die Produktionserfordernisse der ersten industriellen Revolution. Das weiß jeder, was das ist, ne? Mechanisierung, Fließband, Massenproduktion. Was muss man tun, damit die Arbeiter in dieser Weise arbeiten können? Die kommen ja von irgendwoher, landlose Bauern und sowas. Wie müssen die umgebaut werden oder als Personen in ihrem Verhalten andere werden, damit sie diese Arbeit überhaupt schaffen können? Das ist seine Frage. Und zunächst hatte man das versucht mit militärischem Drill, mit Disziplin, aber das hat nicht geklappt. Das militärische Vorbild war zu einem verhängnisvollen Vorurteil geworden, sagt Gramsci, die Arbeitsheere scheiterten. Gramsci geht dann davon aus, dass eine neue Arbeitsmethode eine neue Lebensweise braucht und dass das in einem Zusammenhang studiert werden muss, weil man in keinem der beiden Bereiche Erfolge haben kann ohne Ergebnisse im anderen. Also wenn man den Arbeitsbereich ändert, wird das Folgen für den Lebensbereich haben und umgekehrt. Wenn man im Lebensbereich was ändert, kann der Arbeitsbereich anders angegangen werden. Und er stellt dann einen Zusammenhang her zwischen der staatlichen Kampagne zur damaligen Zeit, zur Fordszeit, um Alkohol und Prohibitionismus und Puritanismus und Sexualmoral auf der einen Seite und dem Interesse der Industriellen für das Privatleben ihrer Arbeiter. Das kann man nachlesen in Henry Ford, Mein Leben und Werk, falls ihr das noch lest, sehr schön zu lesen, wie er da genauestens erforscht, wie die zu Hause wohnen und leben und was sie miteinander tun und wie sich die Eheleute untereinander verhalten und sowas. Nachvollziehbar geht dann davon aus, dass ein hoher Alkoholkonsum und die rohe Form des Familienlebens mit der neuen Arbeitshaltung nicht vereinbar waren. Sodass der Inspektionsdienst der Industriellen über das Privatleben der Arbeiter nichts Lächerliches oder auch nichts irgendwie nur Moralisches ist, sondern absolut notwendig, um diese Produktion durchzuführen. Das Ziel war, schreibt Gramsci, wenn man das nicht sieht, das amerikanische Phänomen zu verstehen, dass die größte bisher dagewesene kollektive Anstrengung ist, mit unerhörter Geschwindigkeit und einer in der Geschichte nie dagewesenen Zielbewusstheit einen neuen Arbeiter- und Menschentypus zu schaffen. Und dieses würde ich vorschlagen, im Auge zu behalten, wenn man Hartz studiert. Dass es also darum geht, nicht nur ein moderner Ford zu sein, sondern einen neuen Arbeiter- und Menschentypus zu schaffen und das auch wirklich mit Anstrengung zu tun. Ich gebe dann anschließend Belege dafür. Gramsci denkt das eigentlich einfach, aber auch wieder nicht so vereinfacht, wie wir das heutzutage zu denken gewohnt sind, nämlich bestimmte Arbeitserfordernisse brauchen einen bestimmten Menschentyp,
das nennt man dann später subjektiver Faktor, ohne den es schwer durchzuführen ist. Und das ergibt sich aber nicht als Reflex auf Anforderungen, sondern das ist ein Produkt kultureller Anstrengungen. Hier Anstrengungen von Seiten der Unternehmer und unterstützt durch den Staat. Dann denkt Gramsci noch darüber nach, dass der Taylor, der ja dazugehört in seiner Art, den kann ich voraussetzen, ne? Die Arbeitsschritte so zu zerlegen, dass es immer kleiner und kleiner wird, das nennt er für die neue Industrie den dressierten Affen zu schaffen. Da sei es darum gegangen, beim arbeitenden Menschen maximal den maschinenhaften Teil zu entwickeln und den alten psychophysischen Zusammenhang der qualifizierten Berufsarbeit, das geht jetzt auf die Handwerker, zu zerreißen, der immerhin noch eine gewisse Beteiligung von Intelligenz, Initiative und Fantasie der Arbeiter verlangt hatte, um die Produktionstätigkeiten auf den bloß physischen Aspekt zu reduzieren. Das kennt ihr alle aus Charlie Chaplin, diesem wunderbaren Film, wenn nicht, müsst ihr ihn euch entleihen, Modern Times, wo der Charlie Chaplin immer diese gleichförmigen Bewegungen am Band macht, bis sie sich so verselbstständigt, dass er rausgeht und das auch an den Knöpfen und überall immer weitermacht. Darum geht es. Gramsci nimmt an, dass in solchen Umbrüchen viele auf der Strecke bleiben, und jetzt studiert er die Initiative Fords. Menschlichkeit und Geistigkeit ist das, was zerstört wird, und das würde nicht gehen, weil es ein psychophysisches Gleichgewicht der Menschen braucht, und die Bewegung, die jetzt gemacht wird, ist, das wird nach außen verlagert, und Ford hat das sehr sorgfältig gesehen, nämlich der, um das auszuhalten, in der Fabrik in dermaßen idiotischer Weise zu stanzen oder sowas zu machen, braucht der Arbeiter das eigentliche Leben außerhalb, das heißt, er darf sich eine Familie leisten, etwas Wohlstand und Freizeit. Das ist die Umorientierung, von der dann das Gleichgewicht gesteuert wird. Und das bedeutet, er braucht erstmalig, darf er wirklich in Massen heiraten und eine Familie halten. Er wird der Familienernährer. Er braucht eine Ehefrau, die Hausfrau ist und die für die Disziplin, die Hygiene, die Ernährung, die Erziehung sorgt und damit auch einige Macht hat. Und das kann er, das wird er bekommen, das bekommt er innerhalb des Fordismus. Und das erklärt gleichzeitig, wo die Frauen plötzlich auftauchen und wie die da hinkommen. Zugleich muss sich der Ford auch noch, oder die anderen Unternehmer, oder Ford und Taylor und die anderen Unternehmer, dafür interessieren, nicht nur, dass das Geld, was nun reinkommt, auch für Konsum ausgegeben wird, das ist das eine Interesse, was sie jetzt auch alle haben, ne? Sondern auch, was eigentlich konsumiert wird, ist ebenso noch wichtig, nämlich jetzt kommen Kampagnen zur richtigen Lebensführung. Das wird Staatsfunktion. Ich sage euch das genau so, damit ihr seht, dass das jetzt ganz genau so gemacht wird. Kampagnen zur richtigen Lebensführung werden Staatsfunktion. So die Kampagne gegen den Alkoholismus. Und Gramsci denkt auch dran, dass durch Arbeitslosigkeit Moralkrisen aufbrechen könnten, die ebenfalls aufgefangen werden müssen vom Staat. Ins Zentrum der Maßnahmen rückt die Frage der Regelmäßigkeit bzw. Unregelmäßigkeit im Sexuellen, die einem stabilen Funktionieren in der Arbeitswelt abträglich sein soll. Gramsci gibt einen Hinweis darauf, wie das dann zur Staatsideologie wird und mit Pioniermoral und Puritanismus zusammengebaut wird und überhöht zu so einer glaubwürdigen Kampagne. Alkoholkonsum wird dann ein Problem von Geld und Zeit, welches beides im Arbeiterleben nicht zu haben ist. Gleiches gilt für die Jagd auf Frauen, die Zeit, Müßiggang und Geld kosten. Und jetzt das Zitat heißt, der neue Industrialismus will die Monogamie, will, dass der arbeitende Mensch seine Nervenkräfte nicht bei der krampfhaften und ungeordneten Suche nach sexueller Befriedigung verschwendet. Der Arbeiter, der nach einer ausschweifenden Nacht zur Arbeit geht, ist kein guter Arbeiter. Der Überschwang der Leidenschaft verträgt sich nicht mit der zeitgemäßen Bewegung der Maschinen und der menschlichen Produktionsgästen. Also wenn man Gramsci so folgt in der Analyse, ich würde euch unbedingt raten, eure Analysen so zu machen, so sind im widersprüchlichen Zusammenhang von Arbeits- und Lebensweise die Herausbildung neuer Menschentypen so zu studieren. Erstens als subjektive Tat, die Arbeitenden tun das selber. Zweitens bestimmt durch die Arbeitsweise, also die Entwicklung der Produktivkräfte Fließband mit diesen abgehackten Bewegungen. Drittens durch die Produktionsverhältnisse als ideologische Veranstaltung, durch die entsprechenden Apparate, das sind Schule und Betrieb.
Viertens schließlich als staatliche Kampagnen, in denen die neuen Erfordernisse unter Aufnahme von Tradition und herkömmlicher Sitte verdichtet werden zu weltanschaulichen Systemen, zum Beispiel der Puritanismus. Bei uns das neue System heißt Verantwortung, das habt ihr auch schon mitgekriegt. Ne? Der Stoff, um den gerungen wird, ist also die Psychophysis der Menschen, motivierte Verausgabung auf dem geforderten Niveau und subjektive Zustimmung, das schließt alle Fragen zur Haltung zum Körper und zur Seele ein. Jetzt wieder Hartz, euer Modell. Die neue Produktionsweise, auf die er hinarbeitet, ist Hightech, also die mikroelektronische Produktionsweise oder Hochtechnologie auf der einen Seite. Es gibt explizit kaum noch Massenarbeiter, kein oder kaum noch Taylorismus. Zustimmung muss organisiert werden, eigentlich, dass alle ein Unternehmer sind. Als Lohnarbeiter. Nicht alle, die einen. Aber das Projekt von Hartz ist noch ehrgeiziger. Er muss die sozusagen als neue Menschentypen, die denke mit, plane mit, bestimme mit und sowas in den Betrieben hochqualifiziert als praktisch Arbeiterintellektuelle verbleiben. Die muss er als Unternehmer zur Ordnung rufen. Aber das Projekt ist ehrgeiziger. Er muss zugleich ein Arbeitsbeschaffungsprogramm für die, die ausgemustert werden, mit den gleichen Worten anbieten. Und das tut er. Er muss also vorsehen, eine Übergabe der Gesellschaft an diejenigen, die nicht mehr gebraucht werden, dass sie sich selber versorgen. Das heißt dann Abbau des Sozialstaats. Und dies ist dann die raffinierte Eignung, die sein Diskurs oder seine Rede hier drin hat. Das Programm für die Wirtschaft soll eines sein für den Staat, dass er die Wirtschaft stütze und seine Kampagne unmittelbar in den Dienst der Wirtschaft stellt. Als Arbeitsmarktpolitik für die Unteren betreibt und als Betriebspolitik für die Oberen und mit den gleichen Worten betreibt. Und genau das tut unsere Arbeitsmarktpolitik in dem Hartz-Modell. Wie geht er um damit, dass es dann unterschiedliche Qualifikationen und unterschiedliche Einkommen gibt? Das erfährt man jetzt doch manchmal im Fernsehen, dass manche Leute irgendwie 7.000 Mal so viel verdienen wie andere oder noch mehr. Ne? Wie viel ist das, wenn man 10 Millionen Abfindung kriegt, verglichen auf ein Lebenseinkommen? Da habe ich jetzt keine Lust zu rechnen, brauche ich mal einen Rechner dafür. Also wie geht er damit um? Das liest sich zum Beispiel so. Wir wissen ja, dass der Arbeitsplatz, jeder hat einen Kunden und infolgedessen muss man immer kundenorientiert denken, ist auch schon durchgekommen, im Gesundheitswesen sind wir jetzt auch schon alle Kunden und so weiter. Und alle, die jetzt arbeiten, wissen um den Kundenwert. Eine Dame reinigt das Bad, richtet das Bett und rückt alles zurecht, was den Kunden beglückt. Ihr Auge ruht zufrieden im Raum. Liest sich wie eine Soap-Oper, ne? Da betritt der Gast sein Hotelzimmer. Souverän fragt ihn die Dame, ne, die Souveränität ist bei ihr, nach weiteren Wünschen. Spitzenservice als Selbstverständlichkeit. Wie funktioniert das? Dienen auf Augenhöhe zum Kunden. Dazwischen vielleicht ein Millionengefälle im Einkommen. Ladies and Gentlemen serve ladies and gentlemen, lautet deshalb das Motto der besten Dienstleister der Welt. Sie haben erkannt, der Kundenwert beginnt beim Selbstwert. Nur wer sich selbst achtet, wird jedem und jeder Einzelnen hohen Respekt entgegenbringen. Das ist es, was dann der Kunde honoriert. So haben wir das also gut geschafft. Nehmen wir also an, das Hartz-Projekt sei mit der Schaffung dieses neuen Arbeiter-Menschentyps befasst, des neuen Arbeitsmenschen, sowohl denen, die oben drin sind, als auch denen, die unten ausgemustert werden. Wie sieht denn der jetzt aus? Dieser neue Typ, das ist auf jeden Fall nicht der fordistische Massentyp mit der Monogamie oder Hausfrau. Denn statt Stillstand werden wir in Europa und außerhalb unruhige Zeiten großer Veränderungen erleben. Die Jobrevolution kommt. Das wird keine betuliche Entwicklung, die Jobinhaber aus geschützten Positionen überleben könnten. Dramatisch wird sie für jeden, dessen persönliche Lerngeschwindigkeit und Beschäftigungsfähigkeit mit der Dynamik in den drei angesprochenen Dimensionen der Zukunft nicht mehr Schritt hält. Man sieht, es geht um Leben und Tod.
nicht, die kommen nicht mehr mit. Im Zentrum steht als Rettungsanker ein neues Wort, nämlich Beschäftigungsfähigkeit. Das ist ein ganz merkwürdiges Wort. Als innere Tugend und verantwortliche Potenz der Einzelnen taucht jetzt auf, dass der Markt und die Wirtschaft sie beschäftigen. Das ist jetzt etwas, was in uns steckt, das in dieser Radikalität doch neu ist, dass man sein Leben so ausrichtet, dass man jederzeit, an jedem Ort, auf jede Dauer und so weiter einsetzbar wird wie eine Maschine. Das ist Beschäftigungsfähigkeit. Und dazu schreibt er dann, kein Berufsabschluss, bisschen später, garantiert noch Beschäftigungsfähigkeit. Das ist etwas anderes. Das ist Beschäftigungsfähigkeit, da kommt es jetzt auf eine Haltung an. Und eine innere Zustimmung zu diesem neuen Menschentyp, der Unterordnung der Einzelnen unter ihre Verkaufbarkeit. Also ihre neue Verwandlung in Dinge folgt, dass der Zauber der Subjektivität, die muss jetzt irgendwo sein, nicht? Die Einzelnen werden jetzt Objekte, etwas Verkaufbares wie eine Maschine, einsetzbar und fähig beschäftigt zu werden, ohne Berufsausbildung, das ist nicht der Punkt. So, jetzt muss da irgendwo die Subjektivität sein. Die wird jetzt auch verschoben auf die gegenüberliegende Welt, nämlich der Zauber der Subjektivität liegt in der Außenwelt des Verkaufs. Dies wird deutlich gesagt und mit viel Können. Schließlich geht es ja um die Verwandlung von Politik in Werbung. Das lese ich euch mal vor, wie sich das liest. Das glaubt man auch nicht. Ihr würdet das nicht glauben, wenn ihr nicht seht, dass ich tatsächlich in seinem Buch blättere, dass er das geschrieben hat. Zum Beispiel so. Es geht um die Schaffung moderner Kundenwelten. Die neue Autostadt bei Volkswagen in Wolfsburg, das ist nur ein Beispiel, zufälliges, bietet Mobilität als Erlebnis, lässt Werte und Wissen sinnlich erfahrbar werden. Die Automobilmanufaktur Dresden integriert den Käufer in die Vollendung seines persönlichen Fahrzeugs. Das Spitzenprodukt soll zum Event werden. Sich ihn zu gönnen, lässt vielleicht das Geld vergessen. Immer mehr Worte prasseln hernieder. Jetzt gibt es ganz viele neue Worte, zum Beispiel Jobfamilien, Kreativnetze, Clusterbildung von Kompetenz und Engagement und so weiter, Handlungskorridore, Vorsorgekapitale, ein Feuerwerk neuer Jobs taucht auf und so immer weiter, bis wir zur krönenden Formulierung des neuen Menschentyps kommen und liest sich so an. Nicht zuletzt benötigt der neue Arbeiter eine neue Jobmoral, in der sich die Menschen nicht nur als Inhaber ihrer Arbeitskraft verstehen, sozusagen als Shareholder ihrer Human Assets, sondern die Verantwortung für ihre Beschäftigungsfähigkeit übernehmen, also sich als Workholder, als Bewahrer und aktive Entwickler ihrer Chancen und Arbeitsplätze verhalten. Habt ihr euch das auf der Zunge zergehen lassen, besonders die Jüngeren, sonst werdet ihr nichts. Dies muss irgendwie jetzt in euch sein. Die Bewegung schießt nach vorn, es ist der je Einzelne, der die Fäden zieht und ziehen muss, sonst geht er einfach unter und das ist ja gerecht, weil ja jeder ohnehin nur ein Zehntel oder gar nur ein Zwanzigstel oder weniger im Leben arbeitet. So kann er richtig ranklotzen in dem Moment, wo er endlich mal arbeitet. Das ist ja so eine Mini-Zeit nur, das ist fast wie auf der Olympiade, wo man nur einmal rennt, da kann man sich wirklich total verausgaben. Es ist kein Schutz mehr nötig und das sagt er auch genau so. Die verkürzte Zeit, jetzt wörtlich, kann gerannt, gerackert und auf Biegen und Brechen geleistet werden. Es braucht keine Nibelungentreue der Solidargemeinschaft mehr. Zumutbar wird vieles in der 10%-Gesellschaft, heißt hier noch, das Potenzial zur Senkung der Lohnnebenkosten und zur Verminderung der Arbeitslosigkeit ist noch längst nicht gehoben. Die Texte sind dann auch mit vielen Anbiederungsworten geschrieben. Das werden vielleicht die Jüngeren, die Jüngsten hier sagen, ob er da auf der Höhe der Zeit ist. Also immer wieder ist irgendwas hip mitten im Text oder es gibt ein Flexi-Gesetz oder Fuzzy World ist irgendeine Sache. Es ist jedenfalls eine subkulturelle Anbiederungssprache drin. Und die nutzt er, um jetzt den Bogen zur Mehrheit zu ziehen. Die einen sind ja immer die Oberen, man muss ja immer an beide zugleich sehen. Die Oberen, die jetzt wirklich wie Unternehmer
in den Unternehmen ihre Qualifikationen zugunsten der Unternehmen einsetzen. Das sind also die Hightech-Arbeiter. Jetzt muss er den Bogen zur Mehrheit schließen. Das sind ja die Ausgemusterten, für die wir das Hartz-Modell kennen, die Verlierer. Sie werden eingeschmuggelt mit dem Begriff Zumutbarkeit. Das ist sein Zentralbegriff, der geht ganz und gar dadurch. Und das ist auch der Zentralbegriff für die Agenda 2010. Die Agenda 2010 ist auch eine Erfindung von unserem Freund Peter Hartz, steht hier drin. Und das gilt, die Zumutbarkeit ist der Begriff für die Unteren in der neuen Gesellschaft, das sind etwa 2/3 oder mehr. Da lesen sich die einzelnen Sätze eigentlich auch wie Hohn. Und dann gibt es die ständige Wiederholung dessen, was zumutbar ist. Zumutbar, zentralen Begriffen für die Gesellschaft der Zukunft. Das ist an sich ein komischer Begriff, wenn man sich das mal genau überlegt, dass zumutbar der zentrale Positivbegriff ist, nicht wahr? Und dann sieht man auf dem zweiten Zumutbarkeit, ich habe versucht, das zu unterstreichen, aber das ist nicht drauf geblieben, ist die Rückseite des Leistungsprinzips. Wenn der Erfolg da ist, muss nach Leistung und Anteil bemessen werden, setzt der Misserfolg ein, gilt die Regel der Zumutbarkeit. Und dann geht es als nächstes, Zumutbarkeit und Beschäftigbarkeit gehören zusammen und sind die Eckpfeiler jeder Zukunftsgestaltung unserer Sozialsysteme. Tag für Tag verliert die Beschäftigungsfähigkeit des Einzelnen an Boden, Lernkurven werden steiler, Qualifikationen verfallen schneller, Anreize greifen seltener, Physis und Psyche halten irgendwann nicht mehr mit, ein Teil des Nachwuchses findet gar keinen Anschluss. Seine Grundgeschwindigkeit bleibt unter der Schwelle zum Take-off. Und andererseits kommt jetzt, was positiv zumutbar ist, sich nämlich Sprachen selbst anzueignen, IT-fit zu werden, im Internet sich zu bewegen und so weiter. Wenn man das nicht macht, verliert man den Anschluss, ist ein Analphabet. Durch Zumutbarkeit und Beschäftigbarkeit verliert die 10% Gesellschaft an ihren Rändern diejenigen, die sich im Hochleistungssystem der letzten 10% Arbeit nicht mehr halten können oder halten wollen. In Wirklichkeit müssen also alle zu Mitunternehmern werden. Die Vereinbarkeitsformel ist, jeder kann Unternehmer sein. Das wird auch politisch korrekt in der Sprache geschrieben, ausnahmsweise. Das steht dann nämlich, jeder kann Unternehmer oder Unternehmerin sein. Es geht darum, die Kunden emotional zu gewinnen. Das bedeutet, dass die Unternehmerin ein Value-Driver der Zukunft wird. Und es gibt für die Unternehmer eine Anschubfinanzierung, sodass alle ins schwindelerregende Karussell der Zukunft geraten dürfen. Wie das schon im Club of Rome, das kennt ihr wahrscheinlich nicht mehr, das ist schon jetzt 10 Jahre alt, der Fall war das Ende der Industriearbeit ist herangebrochen, das ist das Ende der Fremdheit. Es gibt nur noch, und jetzt kommen wir wieder auf die Zeitberechnung, nur noch 5% unseres Lebens ist unter fremdem Dispositionsrecht, unter fremden Arbeitsmitteln, unter entfremden Arbeitsräumen. Also Ende mit der Entfremdung, Ende mit dem Kapitalismus. Es geht der Weg zurück in die Gesellschaft. So heißt jetzt diese Privatisierungsinitiative. Und deswegen findet Humanisierung auch nicht mehr in der Arbeit statt. Ihr erinnert euch, man kann jetzt ranklotzen und rennen wie verrückt und so, weil sie außerhalb hingehört in die weiteren 95% des Lebens. Je länger ich das gelesen habe und auch je länger ich jetzt das euch vortrage, desto unwahrscheinlicher wird mir, dass das wirklich Politikvorschläge sein sollen, auf die man ernsthaft hört. Ich dachte immer, die sind so trocken und dröge, aber irgendwie vernünftig. Und auch, dass wir das zulassen, dass es also kein Aufschrei durch die Republik geht, dass Politik derartig auf den Werbehund gekommen ist. Und als hätte Hartz sich das gedacht, geht sein Exkurs über den Unternehmer nun nicht so werbemäßig, sondern beginnt bei Goethe. Und wie er nach Italien reist und dann über das Handelskapital und auch mal über Seeräuber und so, sodass wir da schon wieder ein Stück Bildung haben, bis hin zum Global Village, bis zum Sprung in die Jetztzeit, wo Emotionalität jetzt zum Kapital wird, als ultimatives Entertainment. Das dachte man auch schon, es geht um Kundenwerbung und das heißt so, Wahrnehmungskitzeln unter Haut und Hirn. Das sind diese neuen Arbeiter, ne? Wahrnehmungskitzel unter Haut und Hirn, Kampf um Kunden bis zum Abgrund. Das allzu Menschliche wird der Schlüssel zum Erfolg.
Ich kann mir nicht anders vorstellen, als dass er hier darüber spricht, dass man vielleicht Kinderpornos mit einschmuggeln soll, immer hart am Rand dessen, was noch alle, oder wie Benetton oder so, ne? Immer hart am Rand, was schon eigentlich nicht mehr geht, dass man so am Abgrund entlang schaltet und dann wird es ein Schlüssel zum Erfolg. Und das macht er folgendermaßen noch. Der emotionale Vorsprung, der einem das beim Kunden erlaubt, der einem die Betörung des Kunden ermöglicht, so muss es heißen. So. Fit, fähig, flexibel, 3F. Und jetzt auch noch fantastisch, 4F. Wir sind auf dem Weg vom atmenden zum eventiven Unternehmen. Die Jobs der Zukunft leben von der Inszenierung, des feinen Unterschieds wegen. Design, Farbe, Haptik, Geruch und Tun sollen die Sinne fesseln, Erlebnisse den Kunden an das Unternehmen binden. Dies Individuelle und Authentische vermitteln nur Mitunternehmer und Mitunternehmerinnen dem Kunden. Dazu muss gesetzt werden auf das Individuum, niemals auf das Kollektiv, denn nur als Individuum empfindet der Mensch Qualität. Mit individueller Verantwortung nur kann er beschäftigungsfähig werden. Ist dieser Wort wieder. Und immer wieder geht es ganz ganzheitlich zu, dieses Modewort auch unter dem Frauenvolk. Ich war schon immer misstrauisch gegen das Wort, aber jetzt wird es einem vollends ausgetrieben. Und dann gibt es noch etwas, was man als Schlüsselkompetenz besitzen muss, und das sieht so aus. Die Schlüsselkompetenz der Zukunft heißt Sensibilität, weil sie allein für die notwendige emotionale Qualität sorgt. Sie wird High Touch genannt. Und dazu gehört das 4M-Profil. Also wir hatten eben das 4F-Profil, jetzt kommt das 4M-Profil. Das geht so: mehrfach qualifiziert, mobil, mitgestaltend und menschlich. Und während die Frage, ob man eine Beschäftigung findet oder nicht, als Eigenschaft des Individuums erscheint, nämlich ob es beschäftigungsfähig ist, verschwimmen umgekehrt die Grenzen zwischen den Einzelnen, etwa als Sensitivität in die Eigenschaften eines Autos. Also man dachte doch, sensitiv ist ein Mensch, nicht? Das ist ein Auto. Und springt dann unvermittelt in den Profit. Eines dieser Lieblingszitate geht so: Der Kundenwert wächst über das blanke Kosten-Nutzen-Kalkül hinaus. Beim Auto zum Beispiel gilt es, die emotionalen, eventiven Mehrwerte, Fahrspaß, Erlebnis durch Mobilität, Statusgewinn, Sorglosigkeit durch Sicherheit und Perfektion, Fahrdynamik im Verkehrsfluss, gutes Gewissen durch Umweltbeachtung, Wertbeständigkeit durch Markenimage, unternehmerisch zu neuen Wertschöpfungspotenzialen zu steigern. Schließlich die faustische Lösung als Verkaufstalent: nur wer, pathetisch ausgedrückt, das ist jetzt Zitat wieder, nach den Sternen greift und dabei die inneren Kräfte der Fantasie anfacht, vermag sich zu halten. Die Fähigkeit, neue Qualitäten zu entwickeln, hält uns nah an der Utopie. Das undenkbare Denken, das unmögliche Wagen. Nur wer sich so von innen her antreibt und den Käufer von morgen zu überraschen versucht, sichert sich die Chance auf höheren Kundenwert und damit auf weiteres Wachstum. Es ist die Chance, im Job zu Hause zu sein. Das nennt sich mündig mutig. Ich fasse das jetzt zusammen und dann können wir das diskutieren. Der erste Trick, den er verwendet, ist, Werbung und Politik so ineinander zu verschmelzen, dass Politik als Advertising, ich muss jetzt auch halb Englisch sprechen, weil man mich sonst gar nicht mehr versteht, Politik als Advertising betrieben werden kann. Darin wird der Staat und die Politik unter die Anforderungen der Wirtschaft unterworfen, und zwar doppelt. Für die Kampagne für die Gewinner, die hochqualifiziert drin bleiben, und die Verlierer, die von Unruhen abgehalten irgendwie untergebracht werden müssen, wenn man sich ihrer nicht einfach entledigen kann. Das wäre natürlich noch leichter. Der zweite Trick darin ist, die Unteren im Namen der Oberen anzurufen, beziehungsweise so zu tun, als ob für beide das Gleiche gelte, und dabei aber das Gegenteil zu meinen und auch nicht, weil sie werden ja beide als Unternehmer angerufen, und das ist auch gemeint. Auch für die Unteren ist gemeint, dass sie ihr Leben als Unternehmen führen oder sich selbst als Unternehmen führen, auch wenn sie kein Großbetrieb haben dann da drin. Jeder soll selbstbewusst gestaltend in Gesellschaft eingreifen. Das Problem ist nur, dass die Gesellschaft schon verteilt ist, sodass die da selbstbewusst eingreifen wollen, gar nicht mehr eingreifen können und die anderen da drin sind. Aber die Bewegung geht umgekehrt wie bei Gramsci von außen nach innen.
Also man soll nicht eine Ehefrau und Familie und Kinder und all sowas haben und Freizeit und ein Hobby und da drin seine Lebensbalance finden, sondern es soll in die Gesellschaft hinein, weil man dort sich sputen muss und sich ranhalten, um der Unternehmer seiner selbst sein zu können. Der dritte Trick ist, es ist ein Versprechen auf Zukunft, das die meisten nicht haben. Die Zukunft, die die meisten nicht haben. Durch den vierten Trick die Verschiebung der Begriffe vom Gewohnten ins Profitunterworfene. Zum Beispiel Jobfamilien. Da ist ja die Familie drin. Aber das ist überhaupt nicht gemeint. Jobfamilien heißt, es bieten ein Zuhause. Das sind nämlich die Teams in der Arbeit. Die sind jetzt das neue Familiäre. Sie bündeln, jetzt kommen die drei Hauptsachen, Wissen, Wollen und Werte. Das steht auch x-mal da drin. Auf den drei Achsen jagen sie der Zukunft voran. Und es gibt Jobeltern, das sind auch keine Eltern, sondern das sind die in dem Team, die schon drin sind, während die anderen erst reinkommen. Und sie sind Vorbilder und es gibt Jobkids, das ist die nächste Generation, soweit sie rangelassen wird. Dann heißt es, Jobfamilien, Zitat, sollen schon vom Wortsinn unterstreichen, dass ganz andere Bindungsformen nötig sind. Weil nämlich er denkt, dass die Familien normalerweise den Kindern eine Art Entwicklungsplan verpassen. Irgendwie, das tun sie ja. Sie melden sie im Kindergarten an und in der Schule und versuchen ihnen Nachhilfestunden zu geben und so. Ne? Und so ist es mit den Jobfamilien auch. Die machen den Entwicklungsplan für die Einzelnen und so gehört die Bindung dahin. Und die Sozialleistungen werden deswegen oder können endlich so werden virtuell. So belasten sie den Staatshaushalt nicht mehr. Ebenso die Universitäten. Think big. Du kannst alle Universitäten einfach ins Netz stellen. Der fünfte Trick ist die Frage, wo bleiben die Frauen? Ich erinnere nochmal an Gramsci und Ford, wo die Hausfrauen in der Doppelung Macht und Einsperrung, Macht und Abhängigkeit sorgten. Der Ernährer männlich, die abhängige Frau weiblich. Jetzt im Harztext ist natürlich alles ganz neutral gesprochen, bis auf diese wenigen Momente, wo es politisch korrekt zugeht und der Unternehmer, die Unternehmerin auftaucht. Es sind immer Menschen, diese Schluckwörter, in denen die Frauen regelmäßig verschwinden oder untergehen. Aber es gibt ein Extrakapitel, Frauen. Das ist anderthalb Seiten lang. Da fällt ihm nichts ein, außer die Hälfte der Zukunft soll ihnen gehören. Frauenförderung soll sein. Girls' Days, das heißt, Töchter begleiten ihre Eltern an den Arbeitsplatz. Frauen sollen Selbstverteidigung lernen und in einem Gleichstellungsaudit gegen sexuelle Belästigung auftreten. Und sein Fazit ist, das muss alles sein, das ist irgendwie, das, man sieht ihn richtig Nägel kauen, wenn er das schreibt, weil es fällt ihm nichts ein zu den Frauen. Es muss aber sein, weil die Frauen müssen eingeschlossen werden, weil sonst die Hälfte an unternehmerischer Energie verloren ist, was ja korrekt ist. Aber das alles ergreift ja die Frauenproblematik nicht mal an einem Zipfel. Der hat offensichtlich überhaupt nichts verstanden davon. Wir erinnern also, wie sie vorgesehen waren im alten Modell. Sie waren zuständig für die Balance von Geist und Körper, von Freizeit, von Gesundheit, von Ernährung, von Erziehung. Jetzt werden sie doppelt freigesetzt. Es gibt keine Abhängigkeit mehr, aber auch keinen Ernährer mehr. Sie können sich gleichberechtigt ins Rennen begeben, die vorherigen Aufgaben an die Gesellschaft geben, was ja jetzt jeweils unter Kürzungs- und Privatisierungsgedanken sich im Kreis bewegt, nämlich an sie zurückgeschickt wird. Dabei haben sie die Einkaufstüten und die Babys auf dem Arm, gehen gedrückt darunter und man sieht leicht, eine Minderheit von Frauen kann gewinnen, die Mehrzahl wird in Armut fallen. Dies ist schon jetzt der Fall. Die Zahlen im Mikrozensus 2002 habe ich mir noch angesehen, die sind wirklich unglaublich. Das glaubt man, hält man für Propaganda. Es ist immer solche Zahlen, 70%, 80%, 68% und so. In Niedriglohn, in Teilzeitarbeit, in Armut sind Frauen. Insbesondere die Alleinerziehenden, also die doppelt freien Mütter. Aber das ist schon jetzt so. Das wird dramatisch noch sehr viel schlimmer werden. Weswegen ich finde, dass das wirklich ein Zynismus der Grünen ist, dem allen zuzustimmen. Denn das ist ja nicht bloß einfach Hartz, sondern das ist das Gesamtgesellschaftsmodell,
in dem die Natur als Steinbruch vorkommt, Frauen, Kinder, außermenschliche Natur, in der also Ressourcen in der Gegenwart verbraucht werden, bis nichts bleibt. Dennoch gibt es natürlich für Frauen noch mehr Notwendigkeit, gegen Harz zu kämpfen, wegen dieser entsetzlichen Armutsfalle, in die sie hineingeraten. Die Frage war, wie? Ich dachte, dass wir dieses diskutieren könnten. Vielleicht sind die Streiks in Frankreich ein Anfang, da sind unheimlich viele Frauen drin. Vielleicht ist Barbara Ehrenreich eine Initiative, die man nachmachen könnte. Kennt das jemand? Sie hat das Buch geschrieben, das man im letzten Wahlkampf hätte benutzen müssen. Arbeit pur, unterwegs im Niedriglohnbereich. Da geht sie einen Monat in einer Putzkolonne, einen Monat als Serviererin und einen Monat als Verkäuferin bei Walmart und beschreibt jetzt genau, wie man das lebt, wie sich das lebt, wie sich das eigentlich nicht lebt. Also wie sie selbst unmenschlich wird, wie sie völlig würdelos und unmenschlich leben muss und wie nichts mehr geht. Sie kann auch keine Zähne mehr reparieren und sie geht von einer elenden Wohnung in die nächste, immer elender und kann es sich nicht leisten. Und weil sie sich das so gebaut hat, dass sie nicht an ihr Konto kann, sie darf nach 3 Monaten wieder zurück. Aber sie wollte das ausprobieren, wie die Menschen leben, wie sie miteinander sprechen. Das sollte man unbedingt lesen. Vielleicht könnte man Harz auch mit diesen Texten hier als Straßentheater umbauen und eine Gegenöffentlichkeit dazu organisieren, es durcharbeiten, ausmalen, vorführen, die Regierungsmitglieder mal in diese Praxis setzen, die sie hier für die Menschen vorziehen. Also die Leben einander angleichen. Aber andererseits auch denke ich, dass es einen Witz da drin gibt. Und zwar, wenn man das vergleicht mit der Agenda 2010, die jetzt von Schröder propagiert und von der SPD angenommen und von den Grünen angenommen ist und jetzt durchgeführt wird, so wird man sehen, dass die Abstriche, die hier drin stehen, die diese Arbeitsplätze bringen sollen, alle übernommen sind, aber die Vision nicht. Und zwar kein einziger Satz davon. Deswegen hat der Harz sich auch daraus zurückgezogen. Das heißt, die Vision, so makaber sie ist, ist doch trotzdem etwas, was eigentlich dazu auffordert, dass die einzelnen Mitglieder in dieser Gesellschaft sich die Gesellschaft aneignen, dass sie sie übernehmen müssen. Das steht ja hier drin. Sie sind doch eigentlich diejenigen, die die Gesellschaft gestalten müssen und dass man vielleicht den Niedriglohnbereich boykottiert und bestreikt und stattdessen die Forderungen ausbaut, wie das ist, wenn wir alle Unternehmer sind und die Gesellschaft übernehmen. Also Existenzminimum ist das Mindeste und dann brauchen wir Subventionen dafür und dann sind wir bereit, die Gesellschaft zu übernehmen in kleinen Unternehmen, so Kulturzentren und Bildungszentren und was uns alles, Ökozentren, alternative Lebensformen und was uns alles einfällt. Sodass ich denke, in dem Harz ist anders als bei Schröder Agenda 2010 noch die Möglichkeit drin, dass man ihn beim Wort nehme und das nach vorne würfe. Und zwar fände ich das deswegen nicht so schlecht, das zu tun, weil das wird euch wahrscheinlich empören. Vielleicht das Einzige, was ich heute Abend sage, was euch wirklich empört. Ich glaube, dass es keinen Weg zurück in den Sozialstaat gibt, weil es ja nicht einfach bloß ein Missmanagement oder tatsächlich ist die Bundesrepublik plötzlich ärmer geworden oder sowas, sondern es ist ja tatsächlich ein unglaublicher Umbruch in der Gesellschaft, der durch diese hochtechnologische Produktionsweise ein sehr viel geringere Menge an sehr hochqualifizierten Arbeitenden braucht und den Rest nicht. Und jetzt muss doch etwas geschehen. Jetzt muss also Gesellschaft umgebaut werden, damit alle da drin leben können. Das versucht er. Und das während die anderen Kritiken, die ich euch vorgetragen habe, also die Wissenschaftler, BDW, Attac und sowas, immer noch davon ausgehen, man könnte sie dazu zwingen, vielleicht doch nicht den gesamten Sozialstaat abzubauen. Das halte ich für eine Illusion. Ich halte das für von vornherein verloren und so, dass wir immer weiter verlieren. Es wäre vielleicht besser, die Energie darauf zu setzen, die Flucht nach vorn anzutreten und zu akzeptieren, dass die Gesellschaft unser ist. So, das ist das Ende.